Wo? In der Villa von Christian Lüders? Ist das der Werftbesitzer? Adresse? Einsteinweg 23. Und Sie glauben tatsächlich an Einbruch? So. Ja, das stimmt schon. Die Möglichkeit lässt sich nicht ausschließen. Herzog? Ja? Also ich würde vorschlagen, wir treffen uns kurz nach 14 Uhr vor dem Haus von Herrn Lüders. Was gibt's? Ja, vor dem Eingang. Gut, danke. Lüders soll bestohlen worden sein. Da keine Spuren zu entdecken sind, kann ich mir schon denken, was los ist. Der Schlüssel lag in der Schreibtischschublade hinter der Kassette. Sieht nach Safe aus, nicht wahr? Ja. Ja, es befindet sich ein Safe im Arbeitszimmer. Aber der Einbrecher kann ihn unmöglich gefunden haben. Na, sehen wir besser nach. Der Bohrer hat eine Nase für sowas. Na, also. In Fräulein Hallstedt, würden Sie Herrn Mücke bitte mal mit der Bank von Herrn Lüders verbinden? Ja, aber was will er mit den Checkformularen alleine anfangen? Wissen Sie, wir müssen sofort das Konto sperren lassen, damit nicht noch mehr Unheil angerichtet wird. Der Einbrecher hat von diesem Vertrag Herrn Lüders Unterschrift und... Kann sie leicht nachahmen. Hat er schon kassiert? Weiß noch nicht. Moment. Schon passiert. Hier, Hauptkommissar Bissau. Ja. Ja. Wie oft? Zweimal. 7.830. Na, ganz schön. Bitte informieren Sie sofort alle Ihre Zweigstellen. Weisen Sie die Beamten an, so wie ein Lüderscheck vorgelegt wird. Sofort 24-8208-154 anrufen. Ja, 154. Und überlegen Sie sich für Ihre Leute eine plausible Ausrede, mit der Sie den Mann aufhalten können.